Ich habe ihn dann mit wenig Mühe tatsächlich recht schnell wieder gefunden. Er ist nämlich hier. In Auge meinem besten Freund, Andrew. Du warst so ein Schildkröte, du hast besser zugehört als jeder Mensch. Du warst an meiner Seite, als meine Oma mir erklärt hat, was richtig und was falsch ist. Du bist mein letzter Anruf in eine bessere Welt. Ruhe und Frieden. Scheiße, Barry braucht Hilfe. Barry hat ein echtes Problem. Wenn die Schildkröte sein einziger Grund zum Aufstehen war. Jetzt verstehst du es langsam. Seine Freunde müssen das hören. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Kennst doch das Spielchen. Wenn du zu lange in den Abgrund starrst, starrt der Abgrund auch in dich hinein. Der Schritt nach vorn liegt da nahe. Besonders bei dem Scheiß, den er im Leben gesehen hat. Aha. Ach, das war das Gespräch mit Johnny. Also ich hätte doch einfach weggehen können, oder was? Ha. Oh, Hauptsache er hat seine Schildkröte hier begraben, ne? Na gut, dann reden wir mit seinen Kumpels. Ich wäre nicht auf die Idee kommen, dass es hier überhaupt so ein Begräbnis-Dingsbums ist, ne? Aber anscheinend gibt es ein Begräbnisfeld. Das bringt zumindest der Welt näher, ne? So, dann können wir jetzt aber mächtig Zeit sparen, weil ich habe jetzt keinen Bock, hier 1000 Meter weit zu laufen, ne? Wäre mega wohl. Hoffentlich ist das nicht das von meiner Hauptquest. Das ist, glaube ich, meins, ne? Die Mega-Gebäude, das sind diese Mega-City-Dingsbums. Das sind so eine Türme wie bei Judge Dredd. Mehr oder weniger. Ein bisschen kleiner, glaube ich. So, seine Kumpels stehen immer noch hier. Du bist es. Hast du mit Barry geredet? Kommt er endlich wieder klar? Lass es einfach, Mendes. Hey, was hat Barry euch über den Freund erzählt, den er verloren hat? Nicht viel. Hat eher selten von ihm gesprochen. Aber Barry meinte mal, er wäre der Einzige, der ihn versteht. Ist schön, so jemanden zu haben. Barry ist in schlechter Verfassung. So schlecht, dass er lieber mit einer Schildkröte als mit euch beiden gesprochen hat. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Das ist verdammt traurig. Barry hat das Leben als Cop zugesetzt. Habt euch über ihn lustig gemacht. Also hat er euch nichts mehr gesagt. Und außer euch hatte er niemanden. Außer einer Schildkröte. Sein bester Freund. Geerbt von seiner Oma. Bis Andrew starb. Scheiße. Das glaube ich nicht. Verarscht mich! Was? Klar, weil Bullenverarsche eins meiner Hobbys ist. Die coole Option. Aber warum würde er uns anlügen? Er hat über die Schildkröte gesprochen, als wäre sie ein Mensch. Was glaubst du, wie Mendes reagiert hätte, wenn Barry zugibt, dass er mit Tieren spricht? Mein Gott, Barry. Ich dachte, er macht einen auf Drama, Queen, dass er drüber wegkommt. Ich muss mit ihm reden. Wird auch Zeit. Danke für die Hilfe. Das ist für deine Umstände. Oh, oh. Cops verdienen? Oh, das ist machen die das dann noch gleich? Sieh nach Barry. Ich habe halt irgendwie die böse Angst, dass er schon lange tot ist, ne? Jetzt, wo es raus ist. Ups. Happy Together heißt die Quest vor allen Dingen, ne? Ich hab doch gesagt, ohne Durchsuchungsbefehl kommst du nicht rein. Er lebt noch. Verdammt, Barry. Wenn wir reden, Petrova hat mir erzählt, dass dein letzter Fall heftig war. Der Boss meinte, du sollst dicht halten, hm? Hatte auch mal sowas. Ein dreckiger Kindermörder. Wichser war im Petrocamp-Vorstand, also konnten wir nichts tun. Den Anblick vergesse ich nie. Dieses kleine Kinderhemd. Grün. Einer lustigen gelben Katze. Komm rein. Yay! Barry gerettet! Ja, pass auf, man macht gleich Bum Bum Bum. Alltot. Na gut, Happy End würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber naja, vielleicht, was ist das denn? Human Nature oder ein Auto aus der Garage? Oh, warte mal, das können wir mal machen. Wo ist denn das Ding? Ist das hier? Ist das hier, ne? Ich muss, glaube ich, nur in den... Oh, wo muss ich hin? Ah, das ist das hier. Noch ein Dings? Nö, Tarokarte, der Narr. Ah, schön, dass der Narr direkt bei mir vor der Haustür klebt.
Wollt ihr mich rollen? Der Narr sind wir alle, auch du und ich. Jeder Schritt ist eine Reise, fühlt sich an, als würde er eine ganz neue Welt betreten. Letztendlich wird ihm die Reise verändern. Doch wie die Karte zeigt, ist er ein vertrauenswürdiger Kerl, dessen unermüdlicher Optimismus ihn zum Ziel bringt. Gab's diese Karten in der Collector's Edition? Ich weiß, das ist eine rhetorische Frage, weil wenn du, lieber Zuschauer, das beantwortest, ist es wahrscheinlich schon lange zu spät. Was soll mich trotzdem interessieren? Vor allem jetzt nehme ich den anderen Fahrstuhl? Achso, klar, der Fahrstuhl, den mich damals im Check abgeliefert hat. Anadinskaya Uranmine direkt außerhalb von Novosibirsk in Südsibirien war tragisch, hat aber ein glückliches Ende gefunden. Zur Erinnerung, bei dem Unglück damals waren 35 Bergarbeiter nach einem schweren Erdbeben tief unter der Erde gefallen. Zur Erinnerung. Und dank ihrer speziellen Suslik 2 Winterschlafimplantate konnten die Bergarbeiter ohne irgendwelche Formen von Nahrung oder Trinkwasser ganze 2 Wochen lang überleben. Nach ihrer Rettung und einer kurzzeitigen Erholungspause für eine nachfolgende technische Überprüfung. Die haben Winterschlafimplantate? Das ist schon ziemlich cool, ne? Was ist das hier für ein Kopfauto? Ja, mein Auto ist halt noch da, also ich bin damit ja schon quasi schon gefahren, ne? Aber gut, ist, ich steck mal ein. What? Johnny, hast du das auch gerade gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich meine nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Haha? Wer hat denn das denn gedacht? Ey! Da fehlt richtig viel. Von dem Piep-Piep-Arscher. Ich hab das Auto ja vorhin noch gesehen, ne? Oh, ne? Was? Wir würden vielmals entschuldigen für einen Verkehrsunfall Nummer Bobab. Die Delamain Corporation möchte dich herzlich in den Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und deine entsprechende Entschädigung zu arrangieren. What? What? Piep, piep, Arschloch. Das war der Delamain, ne? Das war der Roboter selbst. Warum passiert das? Ja. Guck mal, mein Roboter gegengefahren. Das müsste ja irgendwie unten stehen, ne? Ich denke immer die ganze Zeit daran, dass das hier in der Tiefgarage ist, aber es ist keine. Tune-up. Warte mal, ist das jetzt eine schwierigere Quest? Bedrohung hoch. Okay, also ich mach's trotzdem. Auf die Gefahr, dass ich hier sterbe. Einfach weil das sonst, einfach weil das hier sonst so zusammengerissen wäre, ne? Mir ist übrigens im Nachhinein ein bisschen spät eingefallen. Ich hätte vielleicht diese Videos hier mit RTX überschreiben sollen, ne? Weil ich spiele auf einer. Mit RTX gerade noch nur 3080. Das macht wahrscheinlich auch keinen Unterschied. Also, falls du dies hier tatsächlich optisch guckst, lieber Zuschauer. Ich rede jetzt viel zu sehr zu Zuschauern. Ich war tatsächlich darum bemüht, grafisch tatsächlich auch ein Erlebnis zu bringen. Je nachdem, wie viel davon durch YouTube ankommt. Wenn wir Festplatte sieht es auch nach dem Encodieren super aus. Aber naja, was soll's. Ja, unabhängig davon. Also, die Delamain-Dinger, das sind ja wie. Also, es gibt KIs in dieser Welt, ne? Aber das heißt ja, dass das draußen im Rest des Internet, wie auch immer das eigentlich funktioniert, weil da müssen die irgendwo noch Server rumstehen, gibt's ja die bösen KIs. Und das impliziert ja irgendwie, dass es auch gute KIs gibt, ne? Da stellt sich mir natürlich irgendwie ein bisschen die Frage, ist das Delamain-Ding komplett eine KI? Oder ist das eher so eine rudimentäre, naja, das ist so ein Verhaltensdingsbums, so ein neuronales Netz? Oder ist das wirklich eine künstliche Intelligenz? Obwohl, sie haben keine richtigen künstlichen Intelligenzen, fällt mir gerade so ein. Also keine wahren KIs. Weil sie haben gemeint, dass mit dem Relic, dass sie das nur simulieren können, aber dass es kein wahres Bewusstsein ist. Die haben keinen Geist in der Maschine, in dem Sinne. Oder? Meine, der Geist in der Maschine-Teil ist ja eigentlich immer. Jetzt bin ich natürlich nicht mit meinem Auto hier, aber. Delamain hat tatsächlich so einen kleinen Bunker hier, das ist ja krass. Anwalt wird dir einen zweiten Datencrash verpassen, hörst du? Oh, das passiert dann schon öfter. Mamas Geschichte! Würden Sie mir bitte die Kontaktdaten Ihres Anwalts mitteilen? Fick dich, Elektrohirn! Lol. Danke, Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Jemand hat Delamain gehackt? Cool. Hey, Del. Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Womit kann ich dienen? Sie hier gar nicht angestellt. Was ist los, Del? Erkennst du mich nicht? Du hast mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen über den Unfall reden.
Sie sprechen mit einem Unterprogramm des Delamain Networks. Leider verfüge ich nur über eine Funktion. Bitte geben Sie die Bearbeitungsnummer Ihres Schadensberichts. Geben bloß keine Zahlen, sonst finden Sie dich. Wer? Ich gebe mir mal die Nummer. 77-11-010-96. Schadensbericht liegt vor. Bestätigt. 96 am Ende. Das steht für einen Staatsfeind. Ein Regierungsziel. Ihre Identität wurde bestätigt. Das ist geil. Wie würden Sie Ihre Erfahrung mit Zwischenfall Nummer 77111101096 beschreiben? Geiler Unfall, krieg mich gar nicht mehr ein. Und jetzt hol den echten Delamain. Oh. Wie? Verzeihung, wenn der Rezeptionist Ihnen Umstände bereitet hat. Ich kann aufgrund einer aktuellen Krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen. Hä? Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine entsprechende Ausgleichszahlung für den entstandenen Schaden zu überweisen. Ha! Sonderbehandlung. Könnten wir uns woanders unterhalten? Ist da was? Sicher, ist mir recht. Dann folgen Sie bitte der Drohne. Aha. Also mal, also Delamain ist wirklich eine künstliche Intelligenz. Also es gibt in dieser Welt künstliche Intelligenzen und es ist eine echte künstliche Intelligenz. Ich kann übrigens umpolen. So. Wir sprechen woanders weiter. Mir ist durchaus bewusst, dass der Kundenservice im Moment ungenügend ist. Aha. Vielleicht könnte eine Führung als Entschädigung dienen. Aha. Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro. Warte mal, ich möchte mich kurz woanders umsehen hier noch. Wir müssen ja nicht gleich wie doof folgen, ne? Ich könnte das Ding hacken. Aha. Es passiert einfach gar nichts. Kein Mittel für Weihnachtsgeld von Diana NC City an Delamain Corp. Liebe Kollegen, im Namen des Vorstands muss ich Ihnen leider mitteilen, dass auf unbestimmte Zeit keine Mittel für das Weihnachtsgeld zur Verfügung stehen. Dies war eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, die durch den rapiden Aufstieg der Schadensersatzforderung bedingt ist. Wir bitten Sie um Verständnis und möchten Sie betonen, dass dies auch für uns eine schwierige Entscheidung ist. Bei jeglichen Fragen können Sie uns sich an uns wenden. Warte mal, gute. Delamain, an all. Liebe frühe Mitarbeiter, ich möchte Ihnen persönlich für Ihre langjährige gute Arbeit danken. Ohne Sie wäre die Firma nie zum führenden Taxiunternehmen in Night City geworden. Ihre Abfindung wurde bereits auf die jeweiligen Konten überwiesen. Ich wünsche Ihnen für Ihre berufliche Zukunft weiterhin viel Erfolg. Steht leider nicht, von wann das ist, ne? Von Diana, das ist NC Delamain an all. Liebes Tim, heute können wir endlich den Beginn unserer nächsten Phase unseres Modernisierungsplans erkunden. Wir fangen mit dem Rollout des Reparaturdrohnen unserer Werkstatt an. Und weil viele von uns danach gefragt haben, möchten wir betonen, dass Ihre Jobs allesamt nicht von den Umstrukturierungsmaßnahmen gefährdet sind. In welcher Reihenfolge geht es? Also das ist von unten nach oben wahrscheinlich, oder? Liebes Team, mit großer Freude kann ich mitteilen, dass der diesjährige Weihnachtsbuch All Foods Compounds beinhaltet wird. Sie in jeder Fall einlösen können. Dies wurde durch den großen Erfolg unseres neuen Automatisierungsprozesses dieses Jahr ermöglicht, der zu Gewinn geführt hat, die weit über unsere Jahresprognose lagen. Zur Feier des Tages wird die Tür zum KI-Kern heute offen stehen. Wir hoffen, dass Sie vorbeischauen, um die restliche Dekoration zu genießen und unsere Angestellten zu retten. Warte mal, das war die erste Mail. Im Namen des Forschungs, dass das Weihnachtsgeld ausgegangen ist. Dann ist das KI-Ding. Dann haben sie die Reparaturrunde rausgegeben. Dann hat Diana J. und dann hat Delamain. Delamain war das, ist die KI, ne? Ist das zum Verfassung? Zusammenfassungsfinanzbericht. Also Kosten-Nutzen-Analyse der letzten drei Jahre zeigt eine eindeutig positive Auswirkung von Personalabbau, Investitionen, Automatisierung und die finanziellen Ergebnisse. Niedrige Ausgaben bei Fixkosten und Schadenersatzzahlungen haben es uns erlaubt, den notwendigen Mehrbetrag in die Modernisierung unserer Anlagengüter zu investieren. Die Größe dieser Investitionen, ein modernisierter Kontrollraum, wird es mit der Firma ermöglichen, die Wageneffizienz zu maximieren und die Verkehrsmanagementsysteme besser zu koordinieren. Unsere finanziellen Prognosen sehen vorher, dass die Gewinnschwelle innerhalb der nächsten 14 Monate erreicht wird. Hat sich das Ding denn selber aufgekauft? Lokale Tür, Doppeltür. Nett. Na gut, nett ist wahrscheinlich uninteressant, oder? Revier-Kurier-Service? Daten sind alles. Na gut. Okay. Der grüne Tod. Was? Ach, das ist wirklich ein Buch. Okay, gut. Ich dachte, das ist halt irgendwie. Also, in Deus Ex sind die halt. Sind das, warum liegen hier lauter Schmuddelromane? Hier liegen lauter Romane, ne? Mutant im Mondlicht? Also das alles wurde ja schon seit Ewigkeit nicht mehr genutzt, ne? Das ist die Doppeltür anscheinend. Aha. Dann möchte ich mir jetzt bestimmt sagen, dass die einzelnen Roboter irgendwie ein Eigenleben entwickelt haben von den Delamains.
Und hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Man, ich verstehe nicht, Sambor auf Mut. Er baut ein fliegendes Taxi. Fliegendes Taxi, aber sein Dienstag außen bietet bald auch fliegende Taxi an. Aha. Also ich konnte. Okay, die Klos wurden wahrscheinlich auch schon länger nicht mehr benutzt, oder? Ist denn fehlgeschlagen? Na, immerhin schön, dass er sagt, dass die Türen zu sind. Aha. Switchblade. Warte mal, das. Aha. Ha. Von wann ist das ganze Zeug, was hier liegt? Schmerzen, die Tür und Sterblichkeitsrate. Ich meine, da geht es doch bestimmt um Braindance, oder? Ach nee, andere Schmerzen, die Tür. Einführung. Das sind ein Plat, weiter man kann als Schmerzen, die durch Cyberware die Schmerzen reduzieren und sogar völlig eliminiert. In gewissen Kreisen von Night City erfreut es sich seit Jahren ungehemmter Beliebtheit, vor allem bei Söldnern. An dieser Testgruppe führt CETA-Test mit folgenden Resultaten durch. Der Schmerz, die durch ein neuraler Koprozessor, der die Signale des Nozizeptoren an die Parietallappen des Gehirns unterdrückt und beim Nutzer so schmerzfrei, dass er evoziert. Hinweis, einige Modelle reduzieren außer Müdigkeitssymptome. Die vorteilhaften Effekte der Schmerzindudas ähneln in gewisser Weise den Symptomen der Hypoästhesie, die zu besserem Widerstandsfähigkeit gegen körperliche Folter sowie der Fähigkeit führt, Wundschmerz zu ignorieren und um vorübergehend in der Lage zu sein, die Grenzen des Menschseins auszuweiten. Allerdings zeigt einige Studien, dass der Schmerzindudas eine Reihe unerwünschter Nebenwirkungen hervorrufen kann. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Nutzer im Eifer des Gefechts nicht bemerken, wie schwer sie verwundet sind, sodass sie weitermachen, obwohl sie dringend medizinische Versorgung benötigen. Die Statistik bestätigt zudem die Theorie, dass die verstärkte Schmerz, die nur dazu führt, dass Benutzer weiterkämpfen, obwohl die rationale Entscheidung, um den Tod zu entgehen, ein Rückzug wäre. Seit 2020 liegt die Sterblichkeitsrate bei Schmerz-Induktor-Besitzern bei über 60%. In diesem Bericht befasse ich mich mit der Frage, wie man CETA-Tech-Kunden besser vor dem vermeidbaren Tod durch unsachgemäße Anwendung eines Schmerz-Induktors schützen kann. Na gut. Aha. Es ist übrigens interessant, dass Delamay mich persönlich anspricht, ne? Müsst ihr nicht tausende Leute persönlich ansprechen? Ey, ist noch eine Reparaturdrohne. Achso, Delamain. Ich kann das Ding nicht breachen. Ne, aber kann ich das Ding analysieren? Was genau ist das? Delamain. Keine Zugehörigkeit. Oh. Glücklicherweise ist die Werkstatt im Moment etwas überlastet. Kann mir vorstellen, warum. Ich gehe immer dem Ausfall der Delamain Network-Fahrzeuge nach. Es könnte sich um einen fortgeschrittenen Virus handeln. Warte. Das Problem muss schnell gelöst werden. Der plötzliche Anstieg an Zwischenfällen ist kostspielig und zieht zu viel Aufmerksamkeit auf die Firma. Also die Delamain KI ist komplett allein, oder was? Komme ich echt nicht hoch? So, ich komme mal. Ich hätte aber sowieso von der anderen Seite ranrennen können, ne? Okay. Gut. Gut, gut, gut. Da kann sich natürlich darauf verlassen, dass ich mich hier erstmal umschaue. Epistrophie. Aber wer würde denn Delamain hacken? Na gut, wahrscheinlich jeder. Wer kann? Wer macht sich Sorgen um Kostspieligkeiten? Sieht ein bisschen aus wie bei Aperture Science hier, ne? Aperture Science. Ich finde nur noch die fröhlichen Radios. Und natürlich. Ach, das ist da hinten, dafür die Doppeltüren. Und die Roboter natürlich, die passenden. Ist da ernsthaft zwei drin? Aha. Was sollen diese Laser darstellen? Hm. Okay. Ha. Die Mann, so ein Delamain braucht öfter mal Reparatur, wenn die, ich meine, die sind ja auch für den Kampf gewappnet, ne? Oh, das ist der Serverraum, warte mal. Da braucht er externe Hilfe? Warum gerade mich? Ah, also die Kühlung, das ist wahrscheinlich der zentrale Netzwerkknoten, nehme ich mal an. Mehr Quicksave. Nicht, dass ich jetzt hier die übelste Hackquest kommt, ich bin absolut nicht vorbereitet. Huh. Wer hätte gedacht, dass das Auto abholen sowas. Also bei dem Auto abholen hätte ich echt nicht daran gedacht, dass das sowas hier rauskommt, ne? Die Drohne dockt ein. Was denn das hier Schönes? Ah, ein sinnloser Rechner, der hier irgendwo rumsteht. Der Kontrollraum. Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier sind. Überraschenderweise. Was? Du brauchst gar keinen? Ja, eigentlich nicht, ne? Kontrollräume sind für organische. Wofür brauchst du einen? Diese Einrichtung wurde früher von Menschen betrieben. Die Infrastruktur habe ich übernommen. Ja. Wofür sind die ganzen Lichter hier?
Genau das wollte ich mit Ihnen besprechen. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Oh. Wie Sie sehen, ist dies nicht mehr für alle Fahrzeuge der Fall. An den roten Lichtern zu erkennen. Können das die Reparaturdrohnen nicht fixen? Leider ist in diesem Fall menschliche Hilfe erforderlich. Ich weiß, dass Sie ein breites Leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind. Könnten Sie mir beim Bergen meiner fehlenden Fahrzeuge helfen? Warum das so wichtig ist? Weil das dein Geschäftsmodell ist. Warum kannst du dem hier Fragen stellen? Ich stelle sie natürlich trotzdem. Aber warum muss ich diskret sein? Wer nicht bemerkt wird, wird nicht gestört. Ein spürbarer Anstieg an Inspektionen lässt vermuten, dass die Behörden mich bereits überwachen. Heißt das NCPD oder Netwatch? Letzteres. Mein legaler Status passt nicht in die derzeitigen Vorschriften. Wenn ich nicht aufpasse, könnte man mich als illegalen Einwanderer einstufen. Okay, ich suche gerne nach deinen fehlenden Kahn. Sehr erfreulich. Ich sende Ihnen die Koordinaten Ihrer letzten bekannten Aufenthaltsorte. Sie müssen sie nur deaktivieren. Dann stelle ich die Verbindung wieder her und bringe sie zurück. Ich kümmere mich drum. Klingt ja so leicht. Die Fahrzeuge sind gut gesichert. Nehmen Sie am besten einen Scanner mit Entschlüsselungsfunktion mit. Aha. Achso, der steht jetzt hier bereit. Der Elementscanner. Nährungsscanmeter. Also der Rest ist jetzt wahrscheinlich eine ziemlich langweilige Fetch-Quest, aber erstmal der erste Teil hier mit der Garage, der war schon ziemlich cool, ne? Und die Türen hinten sind auch rot. Aber es hat schon irgendwie was, ne? Was soll das da für alte Jubel sind? Oder kann ich da durchklettern? Kann ich. Sieht aus wie ein Notfallausgang, ne? Ich meine, warum steht hier noch so ein uraltes Auto rum? Quasi klassisch, ne? Oh, kann ich die Leiter hier hochklettern? Naja, okay. Leitern sind Enttäuschung. Ich verstehe. Aber sagt doch nichts, dass ich irgendwie rumrenne, mich umschaue, ne? Ich möchte übrigens nicht über den angehobenen Autos rumlaufen, wenn es hier ein KI-Problem gibt. Habe ich ernsthafte Angst, dass mich über mein Auto erschlägt. Die Tür war hier dauerhaft. Achso, das wird ja noch gewesen. Okay, und hier. Danke. Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Kann ich diese Tür knacken? Konstitution 10. Schade eigentlich. Alter, siehst du, dieser Bildschirm eigentlich an die Wand getaped ist, ne? Danke. Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Ah ja. Finde das Delamain Taxi in Wellsprings. Ja, konnichiwa. Wie weit ist das weg? Das schafft er jetzt bestimmt nicht mehr auf die Schnelle, oder? Das klingt schon wieder nach so einem Auftrag, der mich einen halben Tag kostet, ne? North Oak. Okay. Coast. Achso, jetzt muss ich in jeden Ort. Ich hole jetzt mal eins, um mal zu gucken, wie es aussieht. Aber das ist halt so eine Sammelquest, ne? Bin ich ja mal gespannt, ob das wie mein bester Freund der Getränkeautomat wird, der vom Zischen befallen ist. Control. Wo bin ich hier eigentlich genau? Badlands. Die Badlands muss ich auch immer rausfahren, aber ich bin mir sicher, irgendeine Quest würde mich da mal hinführen. Muss mir eigentlich gar keine Sorgen machen, dass ich da wieso hinkomme, ne? Ja, Moped ist schon, das fährt sich schon schön. Also gerade dadurch, dass du halt nicht spektakulär stirbst, wenn du mit dem Moped um was schief geht. Fuck. Und das ist ein bisschen springt wie so ein Gummi, aber die Angst, dass es alle kaputt geht, beziehungsweise das Moped ist ja eigentlich gleich null, insofern. Exakt diesem Ort habe ich die Verbindung zu einem Fahrzeug verloren. Ach, okay. Ich sehe mich mal um. Das ist eine Suchquest. Weiß ich jetzt, wo es ist? Das ist wieder nur der Gebietsmarker, oder? Oh, das ist ja. Lass uns reden. Ich gehe nicht zurück, verstanden? Niemals! Das ist ja witzig. Ich mach dich platt, wenn du mich zwingst. Das werden wir ja sehen. Oh,
Na schön. Wie erfreulich. Ich bin wieder mit dem Fahrzeug verbunden. Danke. Der Anteil Ihres Honorars wurde überwiesen. Okay, das ist tatsächlich ganz cool eigentlich mit den Delemains. Außer dass ich jetzt noch mehr Quests auf der Karte habe. Es hört nicht auf. Oh Mann, ey. Okay, gut, aber das, ich werde nicht weiter Delemains jagen. Scheiße, ich habe nur noch Quests hier hoch. Was ist denn hier los? Achso, die Tarotkarten müsst ihr. Das können wir eigentlich mal machen, ne? Ich kann auch mit Victor reden. Warum kann ich da überhaupt mit Victor reden? Wo ist denn hier der nächste Schnellreisepunkt? Ja, renn mir halt vor die Flinte. Ja, geil. Oh, die Cops mögen mich nicht. Oder wo ist denn hier der Schnellreise? Ich habe jetzt echt keine Lust, hier 1000 Kilometer durch die... Okay, das ist ja... Das schaffe ich halt einfach nicht mehr, ne? Also es ist so viel Spaß, es auch macht, durch die Gegend zu fahren. Wenn ich halt wirklich nur noch vorfahre und dann wieder zurückfahre, wird es halt irgendwie recht schnell, recht eintönig, ne? Vorne müsste das Ding wohl sein, oder? Oder? Habe ich mich gerade verguckt? Nicht? Ist er jetzt über mir? Na, ist genau hier. Oh. Ich hätte Sekunde später ins Menü gehen sollen, hätte ich schon gesehen. So, warte mal. Und hier, das Ding müsste ja direkt hier in Bradbury Burn. Ist das da? Huh. Lass uns mal ein paar ersetzen. Erfolgreich echte passive Fremdsprachenkenntnisse. Achso, ersetzen. Na, ah, das ist ja. Das. Ich habe, glaube ich, ein Fremdsprachendings drin, ne? Weil ich sehe immer, wenn der Text sich verändert. Ich meine, jetzt Spanisch habe ich ja auch verstanden. Kann ich aber direkt hier? Ich kann einfach direkt hier reingehen. Das spart natürlich übel Zeit, ne? Für eine alle Tarotgraffitis. Das ist ja auch so eine Fleißaufgabe, ne? Hallo, Victor, alte Sau. Ich will gerne mal den Platatus verstehen. Warum ist das Main Quest? Hör zu, bitte lach jetzt nicht. Aber ich sehe seltsame Sachen in der Stadt. So eine Art Wandbilder. Aber ich weiß, sie sind nicht echt. Sicher nur ein Kiroshi-Bug. Ich sehe mir das an. Nein, nein. Die Bilder sind zu komplex für einen Bug. Es sind Symbole für irgendwas. Dann ist es der Biochip. Das Gehirn kommt nicht mit dem Daten-Overload klar. Oder er hat schon den Cortex erreicht. Kannst du was machen? Nein. Versuch irgendwie, den Biochip loszuwerden. Kein Kommentar von Johnny dazu. Das ist ja schön. Fool on the Hill. Ja, wir wussten ja schon, dass ich das bin, ne? Ich würde gerne trotzdem noch wissen, ob wir über Johnny damit mit ihm reden. Ich habe ein paar Fragen über Silverhand und den Chip. Ich bin kein Experte, aber ich gebe mein Bestes. Was hätte ich noch mit mir anzubringen? Das haben wir doch schon mit den Pillen, Johnny, ne? Hat versucht, mich kalt zu machen. Was? Wie blocke ich ihn? Wäre nett, nicht ermordet zu werden. Naja, solange du ihm nicht die Kontrolle überlässt, kann er nichts machen. Wobei sich das irgendwann nicht mehr vermeiden lässt. Und dann? Toll. So weit lassen wir es lieber nicht kommen. Finde raus, wie du ihn loswirst, und zwar schnell. Wie kann das sein, dass ich ihn sehe? Naja... Der Biochip ist dafür gedacht, mit Konstrukten zu kommunizieren. Er macht nur seinen Job. Also verdanke ich das Arasaka. Du bist wahrscheinlich die einzige Relic-Besitzerin, die nicht stinkreich ist. Yay. Warum durchlebe ich Johnnys Erinnerungen? Ihr zwei teilt euch ein Gehirn. Er hat Zugriff auf deine Sinne, Wahrnehmung, sogar ein paar Erinnerungen. Und du siehst einen Teil von seinen. Irgendwann lassen sie sich nicht mehr unterscheiden. Ich würde gerne meinen Platant auswechseln. Ich würde gerne mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Siehst dir an. Habe ich da irgendwas Neues? Also ich würde halt gerne einen neuen Chip an. Das hatte ich schon gemacht, ne? Was steht dabei, was das Ding? Was ist dieses beliebteste Deck für jegliche Art von Einbruch? Warum? Weil es kosteneffizient, benutzerfreundlich ist, nicht plötzlich den Geist aufgibt, wenn man etwas schnell und leise erledigen möchte. Oh, das Dealer, das Stevenson Tech, Tetratonic. Ja, ich kann mir eh nichts leisten, weil ich nicht genug Steel Tech habe. Und. Oh, ich hab. Nee, ist das sein Geld, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Müsste ich mal gucken, ob ich hier irgendwas kaufen kann. Aber die Tragkapazität. Ja, ich brauche eigentlich nicht noch mehr Tragkapazität, ne? Arme, Mantis-Klingen. Ich will die Mantis-Klingen eh nicht haben. Die wirken so unnatürlich.
Beste 10 technische Fähigkeit. Ja, das war alles, ne? Das war alles so ein bisschen Nervensystem. Karin zu dürfen. Fangen Sie sich ja nur angreifen. Das ist eigentlich voll gut, ne? Den Reflexbooster, den nehme ich auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Ja, jetzt habe ich kein Geld mehr. Ja, und hier subnormale Panzerung, ne? Die können wir eigentlich auch mal einbauen für einen Schnapper hier. Was haben wir hier noch? Ach ja, Speicherbooster. Die Ringe sind. Ja, gut, das ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Ja, gut, das ist da. Habe ich ja schon die beste Optik eingebaut, ne? Weil sie einfach nur, weil sie billig war. Warte mal, Junk verkaufen, wenn ich eh schon mal bin. Oh ja, 36. Oh ja, ich fühle mich auf einmal so viel reicher. Mensch, danke, Victor. Das nehme ich gern. So, die ist schlechter. Die Schuhe kommen weg. Die sind sogar besser als meine jetzigen. Aber eigentlich mag ich meine Stiefel. Ach komm. Für so ein minimales Upgrade bin ich hier nicht mehr. Das gute Wasser ist behalte ich noch, aus Prinzip schon. Was habe ich denn hier? Sind irgendwelche Visieren noch drauf? Keins davon passt auf mein Scharfschützengewehr drauf, ne? Mündung. Schadensmöglichkeit von 0, wenn du aus der Tarnung heraus angreifst. Wow! Jawohl. 0 Schaden mehr, wenn ich aus der Decken schieße. Ich kann mir ja nichts besser. Warte, ich habe das Ding ja mehrfach, ne? So, dann kann ich das ja auch verkaufen, oder? Na gut. Ich habe noch eine Rhino-Batterie. 10 Aufladung, ja. Na gut. Dann sind wir jetzt wieder wesentlich pleiter als vorher. Dann reden wir mal ein bisschen über die Tarotkarten. Hier ist ja auch eins. Ist wahrscheinlich oben auf dem Dach, oder? Ja. Schön, dass er die Transfere übrigens einzeln abrollt. Oh? Ich habe ein seltsames Bild auf der Straße gesehen. Könnte deine Baustelle sein. Wie sah es denn aus? Hier, ich habe einen Scan gemacht. Tarot. Das große Arcanum. Das Zeichen einer höheren Macht? Was? Das große Arcanum? Was soll das sein? Das große Geheimnis, arkanes Wissen in Symbolform, eine Station auf der Reise deines Lebens. Sowas in der Art. Wie auch immer. Soll das heißen, irgendeine höhere Macht spricht durch Tarotkarten mit mir? Oder mit Silverhand. Oder euch beiden. Ihr seid momentan eine echt harmonische Einheit. Toll! Wäre schön, wenn diese höhere Macht etwas genauer werden könnte. Die Welt ist ein Labyrinth der Illusionen. Das Licht leuchtet nur selten in das Gefängnis unserer weltlichen Existenz. Na, fabelhaft. Großartig. Und was will mir diese unbekannte Macht mit ihren rätselhaften Zeichen sagen? Tarot ist ein Weg. Du solltest ihn beschreiten und nach weiteren Zeichen suchen. Also, ich weiß immer noch nicht, was mir das alles bringen soll. Such nach weiteren Bildern. Es muss eine Verbindung zu den Orten geben, wo du sie findest. Denk über das nach, was du siehst. Ich glaube, sie sollen dir den Weg zur Wahrheit weisen. Die Wahrheit zu finden, steht ziemlich weit unten auf meiner Liste. Bald wirst du dich entscheiden müssen, welchen Weg du nehmen sollst. Dann wirst du alles verstehen. Ich weiß nicht. Komm zurück, wenn du mehr gefunden hast. Ich werde dir helfen, die Bilder zu entschlüsseln. Toll! Na, besten Dank auch dafür. Okay, den Kristall des Kanter wollte ich hier nicht klauen. Aber gut, okay, dann haben wir das auch. Gut, dann fahren wir jetzt mal wieder aufs Dach, wie ich es letztes Mal schon gemacht habe. Was? Neuer Spieler, Hochskapo, Geschichtenerzähler? Zwilling, nee. Was? Stier, du hast lange Schatten. Oh, nee, das ist gespannt. Okay, ich fahre wieder aufs Dach und hole mir dieses hier. Also, das Dach, wo ich schon mal hochgefahren bin, ne? Also, ich bin anscheinend öfter auf diesem Dach. Letztes Mal habe ich da. Das war da oben, wo ich das Scharfschützengewehr gefunden habe, ne? Wo Scharfschützengewehr habe ich das eigentlich überhaupt noch? Ich habe jetzt ja das hier. Das andere habe ich weggepackt, ne? Weil ich dafür Level 20 brauche. Und ich habe noch keinen Zielfernrohr für das Scharfschützengewehr, für das Gute. Aber bis jetzt hatte ich auch noch keinen echten Wetwork-Auftrag, wo es wirklich hieß, bring das XY um und lass dich nicht sehen oder so. Kann ja noch kommen. Letztes Mal war ich am Tag hier, ne? Das war irgendwie angenehmer. Ich nehme mal nicht an, dass ich fliegen kann. Oh. Das war letztes Mal nicht hier, oder? Die Welt. Ah ja, the world. Ach, schön. Die Welt liegt am Ende der langen, verworrenen Reise des Narren. Der Narr, jetzt weiser und erschöpfter als zu Beginn der Reise, steht nun vor einem Moment der Abrechnung. Manche von uns akzeptieren, wo unser Weg uns geführt hat, während andere sich einer neuen Herausforderung stellen. Nur eins ist sicher in dieser Welt. Man kann nicht alles haben.
It's me, Dio. Was? Jetzt geht noch mehr Zeug rum. Egal, unabhängig davon, wie viel Zeug hier... Schallplatte. Das möchte er nicht kommentieren? Okay, gut. Bin dafür sehr dankbar. Na gut, den Rest haben wir hier oben schon gelootet. Dann mache ich mal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Cyberpunk und ich unten bin. Tüdelü.